Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Nate-Video. Heute Popflashs und ein paar Extras. Konst und hat versucht, einen freien Vogel einzusperren. Einen Adler, der versucht hat zu fliegen. Wir beginnen bei Tier und schauen uns den Banane Rush an. Ihr geht dafür einfach auf dieses Geländer hier, ganz an die Wand, nehmt die Flash und aimt dorthin, wo diese Wand auf diese Mauer trifft. Das Teil schmeißt ihr mit einem Jump Throw und der CT, der bei K steht, wird Augen machen. Selbst wenn man hier so halb abaimt, seitlich, wird man noch getroffen. Die zweite Flash ist fürs Late Game. Wenn ihr Banane ein bisschen gefightet habt, aber nicht hochgekommen seid und ein Mate bereits hier steht und vor allem hier keinen Stress haben möchte, aber auch hier im besten Fall nicht gesehen werden möchte, für die genannte Situation schmeißt ihr folgende Flash, ihr geht hier ganz an die Wand und geht ein bisschen nach rechts, dass ihr diese vierte Lampe sehen könnt. Dann schmeißt ihr entweder einfach nur einen Linksklick, dann habt ihr auf jeden Fall ihn geflasht und natürlich auch den, der an der Kante steht, aber der wird rechtzeitig sehen können, was da abgeht und sich wegdrehen. Ihr wollt aber im Speziellen diesen hier direkt an der Mauer flashen. Dafür peilt ihr dieselbe Lampe an, und zwar die vierte von rechts, und macht aber einen kleinen Schritt nach vorne. Dann dopst die Flash einmal ab und trifft ihn ziemlich ins Gesicht. Er kann vielleicht noch kurz beim Klack an der Wand sich irgendwie wegdrehen, aber es wird ihm nicht viel bringen. Zumal er dann nicht mehr richtig ausgerichtet ist, um sich mit seiner Pampe oder P90 oder was er da eben hat, gescheit zu verteidigen. Euer Mate steht hier, wartet drauf, wobei der hier wahrscheinlich weggedreht ist. In dem Fall ist K natürlich nicht mehr besetzt, also im Optimalfall. Ihr habt Banane so weit eingenommen, dass ihr das hier zwar habt, aber hier keine Informationen habt. Nun schauen wir uns ein paar Counterflashes für CT an. Die eine Flash, die habe ich euch bereits im letzten Smoke-Video gezeigt. Einfach hier die Linie ziehen, bis das Dach aufhört, und dann schmeißt ihr das Teil ziemlich locker aus der Hand, einfach mit Linksklick. Und die Rushenden sind sehr, sehr, sehr weiß. Also hier ist eigentlich fast egal, wo man steht. Also man kriegt hier richtig die Nase voll. Ihr könnt die Flash aber auch etwas tiefer werfen, indem ihr hierhin aimt. Das Endergebnis ist aber eigentlich dasselbe. Viele von diesen Popflash sind übrigens von Sanse und er hat wiederum zwei von Trilux. Hier folgt eine weitere von Sanse, indem ihr euch einfach genau in dieses Eck hier stellt und hier unten links an die Ecke vom Pylon schmeißt, habt ihr eine ziemlich geniale Flash, denn diese Flash flasht euren AWPler, der hier steht, überhaupt nicht. Also er kriegt gar nichts davon ab, null. Wohingegen geht der T, der ungefähr hier steht, oder hier hinten, oder sogar ganz hier hinten am Anfang, immerhin noch ein bisschen was abbekommt. Wenn ihr also für die AWP flashen wollt und Zeit habt, einen guten Spawn habt, dann ist die wirklich nice. Eine weitere Counterflash ist folgende. Ihr schmeißt, sobald ihr hier drüber lauft, die Flash mit einem Jump Throw und aimt im besten Fall hier immerhin. Nicht hierhin, nicht hierhin, sondern hier. Also ich laufe hier drauf zu, hopp, schmeiß das Ding, guck ein bisschen nach links und mach dann den hier. Ich weiß, keine perfekte, super duper punktuelle, man muss nur eins und eins zusammenrechnen in Flash, aber die ist an sich schon ziemlich einfach. Einfach drauf zulaufen, hier unten hin aimen, schmeißen. Und dann wird geballert. Die kommt immer wieder ein bisschen anders, aber sollte Banane grundsätzlich immer flashen. Die kommt jetzt sehr hoch. Wenn man das Ganze etwas tiefer schmeißt, dann dopst sie zweimal eben ab. Die kommt dann in dem Fall sehr, sehr tief. Ihr nutzt die, wie gesagt, selbst, um zu pieken. Oder ihr schmeißt die für den Mate, der hier steht, der dann noch schneller zugreifen kann. Natürlich ist hier links dann schwierig, weil der eben auch dementsprechend nicht wirklich geflasht wird. Der kann euch gefährlich werden. Da muss man halt dann gucken, wie man tut. Wir sind wieder auf T und machen eine Long- oder Short-Flash ready, je nachdem, wo euer Team die braucht. Hier vorne ist meistens von den CTs abgesmoked, manchmal auch von euch. Der Flashende stellt sich hier in die Mitte des Fensters und aimt dann hier oben an dieses Holz einfach hierhin, um Long zu flashen. Oder hier drüben rechts hin. Natürlich fliegen diese Flashes jeweils auch auf die andere Seite, das ist klar, ne? Die Short-Flash trifft auch Long. Aber wenn euer Team Long rushen will, dann geht das Team natürlich hier so rein und ist dann dementsprechend nicht geflasht. Deswegen Long und Short Unterscheidung. Beim Wurf ist, wie gesagt, hier vorne noch gesmoked oder ihr habt natürlich hier irgendwie Mates stehen, die das schon so ein bisschen abaimen, dass ihr nicht gekillt werdet. Wenn ihr Boiler bearbeiten wollt als T, könnt ihr euch hier in diesen Zeitschriftenständer einfach reinstellen, so mittig, und hier ganz unten an diesen Penüpel aimen. Und zwar von der Stange, hinter der dann bereits der Raum ist. Diese Stange links ist noch vom Eingang verdeckt, aber die hier ist die, die ich meine, die erste von links, hinter der dann der Raum erscheint. Und wenn ihr ganz unten an die Kante schmeißt, könnt ihr eben in Boiler ein bisschen Rambazamba machen. Hier kann man auch einfach eine Smoke reinschmeißen oder sonstiges machen. Das ist ein Punkt, über den ihr Boiler bedienen könnt. Zum Beispiel auch für einen Rush, wenn ihr hier oben reingeht, könnt ihr dann eine Smoke reinschmeißen, ihr könnt dann eine Nade reinschmeißen, wobei die nicht viel Damage macht, wenn der Gegner nur unten drin steht. Wenn er hier in der Ecke steht, sind es glaube ich ein oder zwei. Ja, okay, sechs Damage. Ist ja schon mal nicht schlecht, wenn man genug Nades hat, moich. Diese Flash hier ist die, die Trilux auch öfter mal wirft. Man geht hier einfach in die Ecke, aimt hier oben an die Kante und an diesen vordersten Strich und ja, schmeißt das Ding einfach rein. Dann habt ihr Short auf jeden Fall geflasht und Long ein bisschen, aber ich würde da auf jeden Fall noch einen Schritt nach vorne machen. Also ihr geht hier rein, aimt dahin, lauft einen Schritt und schmeißt das Teil dann, denn dann fliegt sie richtig schön raus, wie man hier sehen kann. Und Long ist auf jeden Fall geflasht und Short natürlich auch.
Wir switchen wieder um zu City. Wenn ihr verteidigen wollt und hört, dass hier wohl gleich was kommt, könnt ihr einfach hier mit rechtsklick eine Flash und habt dann den Angreifer hier mit Torwahrscheinlichkeit geflasht bzw. gedreht und ihr könnt dann direkt zugreifen und ihn killen. Was noch ein bisschen feiner ist, ist folgende Flash. Euer Mate geht hier oben drauf, man kann ziemlich mittig auf dem Ding stehen, und schmeißt einfach mit Linksklick eine Flash hier an dieses obere Stück des zweiten Antennenbügels von rechts. Einfach hier hinschmeißen. Damit flasht ihr alle Tees, die sich hier gerade im Rush befinden. Also dieses ist hier komplett weggeflasht. Auch die weiter vorne kriegen gut was ab. Euer Mate schmeißt die und ran. Ihr seid hier auch nicht flasht, auch wenn ihr da hinguckt. Ich glaube, die war auch von Trilux, die von diesem Ding. Alle anderen sind von Sanse oder Abwandlungen davon. Wenn ihr von einem Mitte-Rush ausgeht, kann sich der dritte Spieler von A hier oben auf Graveyard in die Ecke stellen und einfach mit Linksklick diese Flash schmeißen. Die flasht Mitte. Die dobst einmal da oben ab und flasht eben jeden, der gerade hier hochrennen möchte. So könnt ihr dann auch einen Spieler, der hier ziemlich close steht, der übrigens nicht geflasht wird, weil das Ding auf dem Dach hochgeht, rumziehen und reinballern. Vor allem jemand, der hier an der Kante steht, bekommt gut sein Fett weg. Also da kann man auch ein paar schöne Frags ziehen dann. Wenn der Rush schon weiter vorangeschritten ist, kann man einfach einen Schritt nach vorne machen und das Ding schmeißen. Dann flasht die Flash nicht mehr die Leute hier, sondern die, die mittlerweile hier rumtingeln und sich gerade auf Long oder Short entscheiden wollen. Es ist nicht viel, was ihr abbekommen, aber es ist eben störend. Falls ihr Short bereits verloren oder eben aufgegeben habt, könnt ihr Short auch auf drei verschiedene Arten flashen. Entweder geht ihr hier an die Kiste, duckt euch und schmeißt hier oben an die Kante des Balkons. Dann habt ihr eine recht schöne Flash für die Tees, die gerade auf Short rennen wollen. Und eine nicht... Oh, Kuss geht raus. Dankeschön, wieder ein Einkauf. Werde ich aufnehmen. Mua. Guckt euch aber Holy vorbei mit dem Code BABBLER5. spart man 5 Euro beim Ersteinkauf und mit BABBLER immer 10% für jeden Einkauf danach. Euer Mate hier im Pit wird dabei eigentlich nicht geflasht und er kann also schön reinbrezeln. Ihr könnt auch hier in die Ecke gehen, einen Schritt nach links machen, auf die Höhe des Ende des Steins aim und dann einfach so mehr oder weniger Freestyle die Flash werfen. Davon wird natürlich auch euer Pitch-Spieler geflasht. Die kommt nochmal ein bisschen schicker, zumal ihr kaum ausweichen kann. Also gerade wenn man weiter vorne steht, kriegt man das nicht mit. Man sieht vielleicht hier unten kurz den Schatten von der Flash und ist aber schon weiß dann. Die beste Short-Flash, wie ich finde, ist aber die, die man hier aus dieser Position wirft. Ihr geht einfach noch ein bisschen weiter nach rechts hier, dass ihr die beiden Fenster ungefähr sehen könnt. Aimt diesen sauberen Fleck an, nicht den da oben, sondern den ersten hier. Und schmeißt die Flash. Zack. Die ist für die anlaufenden Tees wirklich gemein, weil die wirklich unausweichlich ist. Also du kriegst die nicht mit, die wird geschmissen, sie poppt und hast sie im Gesicht. Selbst wenn du schon hier vorne an der Kante stehst und so ein bisschen Pit abaimen willst, kriegst du die richtig fies in die Gosch gehauen. Nun folgen noch zwei Extras. Erstens die B-God-Flash, beziehungsweise eben einfach eine B-Flash für Side und CT. Ihr könnt einmal hier links in die Ecke gehen und hier den Linksklick auf diese Position schmeißen. Dann flasht ihr CT, Coffins, Dark und auch Newbox und natürlich Side. Natürlich kann man der Flash ausweichen, man kann sie aus gewissen Winkeln sehr frühzeitig sehen, aus anderen nicht. Hier bei Newbox zum Beispiel, ist sie echt fies. Wenn man hier irgendwo auf Side steht, je nachdem wie man aimt, sieht man vielleicht auch nicht, dass er kommt. Für Dark ist sie eher semi, aber es geht schon auch noch. Ja, natürlich hier für Coffins. Der Nachteil an dieser Flash aus der Ecke ist, dass der Mate hier stehen muss, bevor er rumziehen kann. Weil wenn er hier steht, kriegt er sie ab. Ihr könnt auch einfach hier in diese Ecke gehen. Genau in diese Ecke. Und einen Linksklick hier drauf schmeißen, ganz oben hinter die Kante. Dann habt ihr wieder eine Flash, die euer Mate nutzen kann, während er sogar hier vorne steht. Die würde hier den City-Menschen wegflashen, aber der sollte natürlich mittlerweile auch jetzt nicht mehr da stehen, wenn euer Mate schon so weit vorne steht. Und flasht eben auch das Übliche. Also hier Coffins, selbst im Wegdrehen ist es fies. Und Coffins ist natürlich in dem Fall das Wichtigste. Alles andere ist mit dieser Flash jetzt nicht so prickelnd. Also hier kann man nicht einfach so geil hier reinflashen. Die CTs bei Dark und Newbox sind davon eher nicht so betroffen. Die ist halt hauptsächlich so für euren Mate, dass er ganz schnell ran kann und vor allem den hier, bumm, wegschniedeln kann. Sanse hat mir noch einen schicken Mexiko-Molly gezeigt. Und zwar stellt ihr euch in diese Ecke, aimt hier hin. Ihr könnt auch schon mal den Molly ziehen. Und bewegt die Maus dann nicht mehr und geht in diese Ecke. Ich stehe jetzt einfach zwei weiter. Und wenn ich hier den Molly schmeiße, dann treffe ich genau in Mexiko rein. Ist ganz nett, wenn Mexiko gecallt ist und man dem eben Schaden machen möchte. Also ich starte in dieser Ecke und ende am Ende in dieser Ecke. Ihr müsst natürlich gucken, dass die Smoke da liegt. Sonst kriegt ihr ordentlich was ab. Ja, und jeder weiß, wie kacke das ist, wenn man da unten drin steht. Selbst wenn man den Molly anfliegen sieht, man hüpft raus und kriegt aber noch ein bisschen was ab. Oder kommt vielleicht nicht sofort raus und kriegt dann sogar gut was ab. Also ja, das kann man schon mal machen. Und es gab noch eine besondere Flash, die Sanse gezeigt hat. Und zwar geht ihr hier in den Cubby rein und stellt euch hier so an die halbe Wand und macht einen links-rechts gleichzeitig Wurf. Damit flasht ihr auch nochmal voll in die Mitte rein. Also falls ein Mate irgendwie hier pieken wollen würde, wobei er dann auch getroffen wird, der müsste hier rein, dann könnte man da rumziehen. Wenn man close steht, bekommt man die, naja, nicht schlimmer ab, aber ein bisschen.
So, Leute, und jetzt würde ich sagen, machen wir einfach noch die Giveaways ready. Hm? Zuallererst lösen wir noch ein Giveaway auf. Wir haben hier einmal die M41S Amphosaurus S. Die gab es im letzten Higher Lower Video. Und man musste dort einfach nur schreiben, ob man am Glove Giveaway teilnimmt oder nicht. Vielen Dank für 17 Kommentare. Wir suchen mal den Gewinner raus. Let's go. Ich gehe mal nicht davor vielleicht. So, Glove Giveaway, Fuhai. Junge, ich freue mich, wenn ich einmal pro Woche an Twitch denke. Fuhai, komm ran. Fuhai, du bist somit der Gewinner der Amphosaurus S. Um den Gewinn abzuholen, schreibst du bitte einmal hier in deine Kanalbeschreibung deinen Trade-Link rein, sowie einen Kommentar hier unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und das war's schon, dann schicke ich dir das Ding raus. Und dann hauen wir wieder was raus. Ich habe gehört, ihr hättet gerne Stat-Track-Waffen, also machen wir die Stat-Track Sword of Spirit Board. Perfekt für Banane oben bei der Mauer. Wenn ihr hier mitmachen wollt, schreibt einfach folgendes inneren Kommentar mit dazu, und zwar, wie lange bist du eigentlich schon am Start? Bist du 1, 2, 3, 4 Tage, ganz frisch, willkommen hier bei uns, oder schon jahrelang? Einfach mit in den Kommentar dazu schreiben und dann ist man automatisch mit bei diesem Giveaway dabei. Vielen lieben Dank, meine Damen und Herren, hier wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Dort gibt's Videogames und deutlich fettere Giveaways. Also rankommen, Spaß haben, later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter.